Hölle, habe ich gerade auch keine Lust. Ich aber, ich will mir ein Lava-Haus bauen. Ach, was du alles willst. Bauernhaus bauen, habe ich auch gerade keine Lust. Mach ein Gehege oder mach das Foyer heil. Oder hinder mich daran, mich nochmal in die Luft zu jagen. Nein, ich will doch nicht dein Leibwächter spielen, da bin ich dann. Außerdem wäre das die unmögliche Aufgabe. Ich muss ja jetzt schreiben. Lass mal in den Kommentaren da, was ich schreiben machen soll. Soll ich schnell mal auf Twitter fragen? Stimmt, Twitter, ja, mach mal. Was die Das Leute vielleicht sehen wollen. Das liebe Kinder ist Twitter. Es dauert ungefähr eine Stunde, bis jemand antwortet, ne? Und so Da werden wir bestimmt noch aufnehmen. Wir haben on. Oh Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Es ist mir egal, ich habe Spaß. Mal Gott. abgesehen davon, dass mir der alle zermüht, was um die Ohren fliegt. Was könnte man bauen? Die Sphinx, die Pyramiden, ein nicht explodierbares Haus. Dreckpenis? Ein nicht explodierbares Haus. Dreckpenis? Ein nicht explodierbares Haus. Goldener Dreckpenis? Das hier ist dein neuer bester Freund. Hä? Hege und pflege ihn. Wie geht er? Du nimmst zwei von diesen Eisenblöcken, klatscht an die Seite jeweils noch ein Ärmchen oben drauf und darauf ein Kürbis. Dankeschön, Hol. Bitte. Und was, wenn ich die. Kann ich den ausmachen irgendwie? Du kannst ihn verdreschen, bis er zersplittert. Aber Okay. dann greift der Eisengolem doch auch Standpian, oder nicht? Ich Nein, tut schlag er ihn nicht. gerade. Lass ihn lieber heilen. Ich glaube, Die ich sind brauche. gutmütig, die tun dir nichts. Ja, ich glaube, ich brauche den noch. Lalalala. Und die halten verdammt viel aus. Naja, außer wenn er wieder in der Luft fliegt. Mir fällt nichts ein, was man machen könnte am Bauprojekt. Reparier das Foyer, reparier das Foyer, reparier das Foyer. Nein! Du Könnt ihr könntest knicken? was zum Futtern farmen. Wir haben nämlich nichts mehr in der Kiste. Hat's da nicht gerade Brot gebacken? Ja, hab ich. Brot, ich brauch Fleisch, ich bin ein Kerl. Ja, Entschuldigung, ist nicht. Ich bin kein Körnerfresser. Entschuldigung, Stampi. Nüsse sind lecker. Warte. Ja, wenn du das sagst, was deine Nüsse lecker sind. Ich glaube ja alles. Wo ist mein Glas? Schon schlimm, der eine spielt die ganze Zeit an seinem Ball rum, der verzählt mir was von seinen Nüssen, irgendwas läuft ja aus dem Ruder. Also, Stampi, soll wer die Bombe zünden? Nein. Ja, das Offensichtliche bitte. Aber in schönem Format. So, ihr dürft jetzt. Oh, ich nehme an, Eisen-Golems können nicht schwimmen. Kommt drauf an, wie tief das Wasser ist. Zwei Blöcke tief. Du bist ein Vollidiot. Wieso? Wart mal ab. Er ist durchgeglitscht, ich hab's gesehen, aber jetzt die anderen müssten doch eigentlich. Ich lasse den jetzt hier unten, falls nochmal was nach unten durchbrecht oder Na brecht. gut, eigentlich müsste er überleben, ist ja drei groß der Kerl. Ach so, überleben, ja klar. Verlegen. Gott, ich bete, er überlebt dich. Mich überlebt er allemal, ich bin ihn die Idiot. Ich könnte irgendwas Er auf soll dich dem Mount beschützen. Suicide bauen. Könntest das Hotel ausbauen? Ey, weißt du gar nicht, was du da überhaupt bauen willst. Dann lasse ich die Finger vom Hotel. Dann mach doch Dinge. Ja, genau. Also ich sag's mal so, wenn so ein Fachidiot wie ich gerade an dem Hotel rumfuschen kann, kannst du das auch. Klar könnte ich, aber es ist sein Hotel. Weißt du, wie Denn scheißegal das Bau. ist? Wow, Fabi, wow. Ja, was? Einfach nur wow. Moment, du hast gerade Respekt vor seinem. Seit wann hast du Respekt vor ihm? Oder ist es einfach nur Angst?
Ich meine, du musst mit ihm einen Raum teilen, in dem er pennt. Also von dem her kann ich es ja verstehen. Ich bin nicht derjenige, der immer dran gekuschelt wird. Er kuschelt sich immer an mir dran. Ja, natürlich. Ich brauche mal einen Glasblock. Ja. Wofür? Ich brauche was zu essen. Ich glaube, ich sollte gleich ein bisschen rennen. Hm? Auch nichts. Ich hab so keinen Plan, was man gerade bauen könnte. Wir sind in der... keine Ahnung, Folge... Du könntest vielleicht ein paar Redstone-Lampen bauen. Redstone. Ach so, du meinst diese An- und Ausbar machbar? Mhm. Ja. Könnte ich. Aber das ist auch wieder eine Aufgabe von 2 Minuten. Und dann baust du das Hotel damit aus. Nein! Dann bringst du mir die Dinger eben. Fabi, wenn ich gleich fertig bin, machen wir zusammen eine Höllenerkundung. Yay. Moment, dann kann ich endlich sagen, fahrt zur Hölle und ihr tut es. Yay. Yep. Das ist ja voll geil. Oh Gott, ich bekomme gerade Lust darauf, hier auf der Map rumzutrollen. Und weiter. Ich wäre sehr verbunden, wenn du das unterlassen würdest, aber... Get the trolling. Rumtrollen mit TNT und so ein Gedöns. Ich habe noch ein angefangenes Feuerzeug. Zum Glück haben wir nicht genug TNT. Ach, das haben wir schnell. Ich wollte ja gucken, wie sieht dein Raum, dein Dingens eigentlich aus? Da war ich noch gar nicht drin. Hm? Wie dein Raum aussieht. Scheiße. Wow, sieht das Foyer kaputt aus. Solltet ihr mal reparieren. Das ist eigentlich hier oben. Aha. Nett. Jede Menge nix. Das ist Gels Zimmer, das sieht nach Hohl aus. Gar nicht. Wow. So, im Geil. Prinzip funktioniert der Scheiß. Was haben wir hier? Oh, okay. Und das hier? Da stelle ich mir ein Bett rein. Ah, okay. Oder ich mache ein Lesezimmer draus. Ich weiß noch nicht. Und das mit dem Boden... doch hat was. Auch wenn es nicht so mein Stil ist, aber doch hat was. Ist ja auch mein Zimmer. So, auf jeden Fall funktioniert es immer noch nicht. Dann ist ja gut, dass das funktioniert. Hm? Mach ich jetzt echt die Gehege? Nee. Das wäre ja was Produktives. Mach ich in der nächsten Session. Das hast du in der letzten Session auch gesagt. Nein, hab ich nicht. Scheiße, er kann sich Dinge merken. Dinge? Hm. Also die Monsterfalle funktioniert. Und wie hoch ist die Gefahr, dass man mit explodiert? Groß, wenn Creeper gespawnt sind. Gibt es auch eine Variante, wo man nicht in der Stücke zerlegt wird? Nein. Natürlich suboptimal. Ich könnte sie zu so einer Standard-Monsterfalle umbauen, wo einfach nur die Drops gesammelt werden und die Viecher an Lava verrecken und so einen Scheiß, aber. Mäh. Das wäre ja produktiv. Mhm. Sowas muss unterbunden werden. So. Höllenerkundungstour. Ja, das dauert zu lange. Problem, so viel Tolles gibt es in der Hölle auch nicht zu entdecken und zu erforschen. Vielleicht finden wir eine Höllenfestung. Stimmt, eventuell. Vielleicht findet ihr Andariel. Hm, vielleicht finden wir Andariel. Vielleicht tötet ihr Andariel.
Eigentlich könnte man doch zu zweit in das Portal rein, oder? Wie, zu zweit in das Portal rein? Dass beide gleichzeitig geportet Händchen werden. Händchen halten über der Blümelchenwiese hopstend. Ja, an sich schon. Wieso? Ja, will mit dir allein sein. Sind wir doch in der Hölle eh schon. Ich meine so richtig allein. Auch allein in der Konfi? Aber da hört uns doch keiner. Meine ihr zwei in einer anderen Dimension, Hand in Hand, im Umschlungen. Ich glaube, Stampi überlegt sich das gerade nochmal. Ich glaube, er überlegt, ob er daraus ein Yaoi macht. Nee, das würde wahrscheinlich Kehl oder Yama oder sonst wer machen. Aber er würde ihn lesen. Yep. Und na gut, das würde ich wahrscheinlich auch. Warum wollte ich euch beide nochmal dabei haben? Naja, ihn musst du dabei haben und bei mir wart ihr verzweifelt. Ja, scheiß Würfel. Gib mir den Würfel die Schuld. Ich hab grad derbe Lags. Ich sag okay, ja, hätte ich ja lieber Yu-Gi-Oh! Gespielt, aber nein. Ich guck mich jetzt hier in die Ecke hin und warte, bis du da bist. Er wartet auf den Bus. Habe ich eine Rüstung? Naja, ich habe keine Schuhe, aber egal. Wie, willst du nackig etwa in die Hölle? Ich habe halt keine Schuhe an. So. Also der Spawn ist schon mal auf eine Ecke. Ich will keine Kleiderordnung haben, von wegen keine Schuhe, keine Krawatte, keine Hülle. Jaja. Wo wollen wir lang? Ich habe keine Ahnung. Bei mir muss es sich erstmal wieder richtig einspielen. Okay, scheint zu klappen. Dann will ich hier lang. Okay. Ich brauche Wegweiser. Na toll, hier ist nix. Wem gehört eigentlich diese unterirdische Bibliothek? Uns? Ja, da müsste eigentlich so eine Dingens sein. Enchantment Table. Ja toll, da ist nix, das ist ja langweilig. Okay, hab ihn gefunden. Hübsch. Wow. Ja, dann kann ich das Zeug. Machen wir wenigstens wieder was gemeinsam. Ja, wir erkunden jetzt die Hölle. Ja. Wir erschaffen wieder ein grünes Meer der Apokalypse. Hast du einen Bogen dabei? Ja. Gut. Aber nur den schwachen. Oh. Wollen wir uns mit den Typen hier anlegen? Ich habe ein Diamantschwert dabei. Cool. Ich komme gerade mit Dragungen. Wow. Wollen wir uns mit den Typen hier anlegen? Ich habe ein Diamantschwert dabei. Ja, einen Moment, lass mich das Spiel sich kurz fangen. Willst du den Bogen haben? Nö, von mir aus kannst du den Scharfschützen spielen. Ich habe aber ein Diamantschwert dabei. Soll ich jetzt? Ich habe gerade noch Legs. Legs, hört auf. Ich habe den Bogen im Anschlag, ich würde gerne. Er steht genau vor meiner Rübe, ich könnte ihm Headshot ziehen. Ich hab Legs immer noch. Das macht das Ganze nur interessanter. Mich greifen sie ja nicht an. Einfach. Mich greifen sie ja nicht an dann. Sicher? Ja. Das klingt nach einer Herausforderung. Nehmen sie an. Come at me, Bro. Ey. Ja, in der Oberwelt regnet es noch. Moment, ich sorg mal dafür, dass der Regen weggeht. Nächster. Du willst cheaten? Jupp. Du, bei dir ist schon klar, dass der Regen uns eigentlich nicht tangieren dürfte, ne? Naja, ich stehe im Regen. Wirklich muss es für mich mit animiert werden. Ja, okay, warum? Stimmt. Warum steht da jetzt zweimal Toggling? Ist der Regen aus? Nope. Du kannst den Regen von der Hölle aus, glaube ich, nicht toggeln. Über was versuchst du es denn? Too many items. Yep. Kann ich ja mal schnell machen. Moment, too many items. Okay, ich hab schon, jetzt müssen es eigentlich gleich aus sein. Ich höre einen Gast. Ich guck weiter, ne? Oh.
Das Legen hat sich jetzt eingekriegt, mehr oder weniger. Ist aber immer noch am Schiffen. Okay, dann mach du. Oh, jetzt habe ich kleine Legs, aber jetzt geht's wieder. Irgendwie krieg ich den nicht aus. Ach, jetzt. Mehr Schweinepriester.